4 statt 5 Tage die Woche arbeiten und trotzdem das gleiche Gehalt kassieren. Wäre das was für dich? In Deutschland wird das bald getestet, mit so vielen Unternehmen gleichzeitig wie noch nie. Mehr als 50 sollen mitmachen. Das Pilotprojekt startet im Februar und geht ein halbes Jahr. Danach wertet die Uni Münster das aus. Expertinnen und Experten sagen, eine 4-Tage-Woche hat mehrere Vorteile. Sie kann die Work-Life-Balance verbessern. Beschäftigte bleiben lieber beim Unternehmen und es kommen eher neue Fachkräfte dazu. Aus dem Handwerk kommen aber auch Bedenken. Vor allem kleinere Betriebe befürchten, mit weniger Tagen nicht alle Aufträge zu schaffen. Jede Firma müsse selbst darüber entscheiden. Die Studie soll nun zeigen, wie es tatsächlich im Alltag läuft und ob Mitarbeitende in 4 Tagen genauso viel schaffen wie in 5.